Mein alter Herr erinnert sich noch an das Feuer von Shellbridge. Flammen so hell, dass die Nacht zum Tag wurde. Oder war der Rauch so dicht, dass der Tag zur Nacht wurde? Ich habe gelesen, vor der Geburt des Barons war die Stadt im Krieg. Gelesen, was? Du alter Klugscheißer. Geht nichts über diese Stadt, was? Diese Straßen haben schon so viel Mist erlebt. Brände, Seuchen. Du vergisst den Krieg. Ach, die Sache mit Blackbrook, oder? Das war doch gar nichts. Aber wenn unsere Nachbarn erfahren, was hier los ist, kriegst du deinen verdammten Krieg. Ich frage mich, ob der Baron die Ausbreitung der Krankheit verhindern kann. Es heißt, wir müssen bald jeden töten, der einen Schwermütigen bei sich aufnimmt. Haus für Haus. Was? Das ist ja übel. Scheiße. Kriegen wir, wenn ihr sollt? Fenster dieser Frau am Färbermarkt, die mit dem Gesicht, das hässlicher ist als die Nacht finster. Seht zu, dass sie lächelt. Pass auf, jetzt holt sie ihren Nachtjob. Wegen des Kriegsrechts, aber keiner verlässt die Stadt. Weil die Tore verriegelt sind, Idiot. Ich bin froh, dass alles vorbei ist. Der alte, wie hieß er noch gleich? Gebe ich die Schweren. Wer? Er schien ihm recht. Das Wetter schlägt um. Der Baron hätte wegen der Abriegelung eine seiner Ansprachen halten sollen. Die Leute lieben ihr pfefferte Wehen. Wann hat zuletzt jemand sein Gesicht gesehen? Diese verdammte Stadt.
Mein alter Herr erinnert sich noch an das Feuer von Shellbridge. Flammen so hell, dass die Nacht zum Tag wurde. Oder war der Rauch so dicht, dass der Tag zur Nacht wurde? Befehl des Hauptmanns. Er sagte, stellt euch unter das Fenster dieser Frau am Färbermarkt. Die mit dem Gesicht, das hässlicher ist als die Nacht finster. Seht zu, dass sie lächelt. Pass auf, jetzt holt sie ihren Nachtjob. Alle jammern wegen des Kriegsrechts, aber keiner verlässt die Stadt. Weil die Tore verriegelt sind, Idiot. Der alte, wie hieß er noch gleich, hat angeblich die Schwärme. Wer? Er schien ihm recht. Der Baron hätte wegen der Abriegelung eine seiner Ansprachen halten sollen. Die Leute lieben gepfefferte Reden. Wann hat zuletzt jemand sein Gesicht gesehen? Du kommst doch aus Eastport, oder? Tobt die Schwermut dort auch schon? Ja. Die Abgaskanäle waren voller Leichen. Ein grausiger Anblick. Ein riesiger Eintopf. Hey, komm schon! Ich hab vor der Schicht gegessen. Ich stand bis zu den Hüften in dieser Brühe, um sie wegzuschaffen. Wir haben mehr Zeit damit verbracht, nach Luft zu schnappen, als mit irgendwelchen Dieben. Deshalb wolltest du eine ruhige Patrouille wie die hier. Stone Market ist gar nicht so übel, wenn man das Husten und Schreien ignoriert. Nicht so übel? Ha! Die Krankheit, die Proteste, diese Abriegelung. Da baut sich was zusammen. Das spüre ich.
Nacken schmerzt. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Wenn ich dich finde, wirst du dir wünschen, du wärst woanders. Thank you.
Jennifer. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. In 2 Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache requirieren. Mit einem Karten. Jawohl, Sir. Ich sagte doch, du kannst nicht zurückkommen. Ich kann doch sonst nirgends hin. Nirgends? Hat die Wache das Kreuz an deiner Tür gemalt? Ja, und ich bin kein Schwermütiger, aber es ist sinnlos, denen das zu sagen. Ich fühle mich nicht besonders. Yeah.